Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und heute habe ich einen Ehrengast dabei, und zwar die gute Schminki von Schmingerella. Hi. Ja. Hi, grüß dich. Wir schauen heute zusammen endlich mal, was wir schon seit Monaten machen wollen, die japanischen Werbungen an. Genau. Und ich würde sagen, wir haben jetzt Watch Together, wir probieren das jetzt das erste Mal, und wenn was ist, drücken wir dann auf Pause. Ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach mal. Okay, yeah. Ja, Pandas sind doch cool, komm. Ich höre von die Werbung mit drin. Was soll denn das? Aber mal ehrlich, mal ganz ehrlich, was macht so ein Panda im Geschäft? Wie kommen die auf so eine Ja, Idee? Das ist hier. wenn ich es ganz kurz beantworten soll, der li nimmt Lieferungen an, das hast du doch gesehen. Ist doch ganz Ich habe normal. einen Panda. Der sieht aus wie ich, wenn ich mich nicht abgeschminkt habe und geht dann so in den Laden, ne? Alles klar. Hast du wohl blaue Augen? Oder schwarze? Nee. Nein. Oh Gott. Itadakimasu! Yeah. Das ist das Alice im Wunderland angelehnt, oder? Oh mein Okay. Er hat unser Gewürz gerippt! Ja, wirklich, ist wirklich Gewürz. Beste Gewürz ever. Aber seit wann steht Bern auf Gewürze? Gummigummi. Warum? Das ist eigentlich eine Werbung für Ding gewesen. Oh, Eis. Oh, Lehm. Süß. Wir sind Katzen und eigentlich eine Suchmaschine. Gut. Sind aber ganz nackt. Ja, das ist doch gut. Ja, nee. Und die haben den rosa Finger. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber sie haben den roten Finger. Rosa Finger. Okay. Okay, ganz schöner Hüftschwung, ne? Oh. Ist das irgendwie ein Pornomagazin? Ich glaube, es ist eine neue CD von der Band. Oder so. Ich glaube, der ist einfach nur ein Gewürz. Oh, lecker. Das ist echt krank. Oh, voll, das schmeckt aber schon voll lecker. Klassische Schule in Japan. Nee, es wird sich geprügelt. Nein, als ob. Ja, alles klar. Oder? Ja, vor allem, was würde mir die Werbung jetzt sagen? Oh, gefeuert. Was? Also, ich habe keine Ahnung. Der schmeckt schon mal gar nicht so gut, der Tee, so by the way. Also mir schmeckt der nicht, weil der ist ungesüßt. Aber es sieht geil aus. Ja, die Verpackungen und so sehen bei den Werbungen eh nicht schlecht aus, aber was die da machen. Ja, Tomaten Power Rangers. Gemüsesaft. Ja, oder was? Wie ist es voll übertreiben gleich wieder? Nein. Nein! Alter, was? So sind wir, wenn wir sagen, abonniert unseren Kanal! Abonniert unseren Kanal! Nein! So macht man Werbung. Oh, lecker Nudeln. Auf einer Rutsche. Wie er ausrastet. Und hier. Ich glaube, das ist ein echtes Spiel sogar, oder? Ja, wirklich. Krass.
wie die alle immer abgehen. Übel. Essen, trinken, essen, trinken, essen, trinken. Hier, noch was trinken. Ja, essen, ja. Das haben sie sich von den Russen abgeschaut. Ah, okay, das geht wirklich um Kaffee am Morgen, deswegen auch Ohio, okay. Alles klar. Hä? Was? Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ja, ich denk mal Kaffee. Okay. Warte mal. Ich denke, dass der nicht ausgeschlafen war und deswegen die junge Frau immer gesehen hat. Und dann hat er den Kaffee bekommen, dass er wacher geworden ist. Und dann hat er gesehen, okay, das ist eine hässliche Alte. Kann schon sein. Also mal, so stelle ich mir das jetzt vor, anders kann ich mir die Werbung nicht erklären. Ich kann mir vieles irgendwie nicht erklären. Ja, okay, das war ja schon mal ziemlich krass. Was fandest du am komischsten für eine Werbung? Also die sind alle verstörend, sind alle nicht normal. Andauernd hast du halbnackte Mädchen, ja, irgendwelche Lebensmittel und die ganze Zeit rumgeschreit. Ja, oder essen, trinken, aber am besten war der auf dem Footballfeld. Ich sag's dir, ja. Das war ein YouTuber, der wollte nur Abonnenten. Ja, der hat gesagt, like. Lass doch einen Kommentar da. Ja. Ja, okay, ansonsten würde ich sagen, Schmiggi, schön, dass du dabei warst. Schaut mal auf ihren Kanal. Was findet man auf deinem Kanal so alles? Eigentlich alles Mögliche, weil ich keinen festen Content habe. Na, siehst du, also alles. Wir alles. Nacktbilder über Pornografie, über Alkohol, alles bei dir da, ne? Alles. Alles klar. Ja, und zack, hast du schon mal neue Abonnenten. Okay, dann vielen Dank, dass du dabei warst und ich sag mal zu euch, Sayonara, ciao!